Ja, herzlich willkommen, schönen guten Morgen zum Webinar. Jetzt werden wir diese Poll schließen. Los geht's, schönen guten Morgen zum Webinar Automatisierung von Dokumenten mit SharePoint. Mein Name ist Christian Bauer von DOCS 42 und ich darf begrüßen den Michael Greth nochmal hochoffiziell. Hallo Michael. Ja, guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Michael Greth, ich bin hier aus Berlin und habe mal wieder ein länderübergreifendes Webinar. Hallo Michael, wir hören dich nicht. Ja, bitte. Okay, ja. Wunderbar. Gut, dann starten wir. Was haben wir alles Schönes vorbereitet? Wir haben vorbereitet. Wir machen eine Kurzvorstellung. Wir reden über das Thema Dokumentenerstellung in Unternehmen. Wir machen einen Überblick über die Möglichkeiten der Microsoft-Plattform. Wir werden ein bisschen schauen sozusagen, wie ist die Vision und was ist das Angebot, die Möglichkeiten von DOCS 42, und wir werden das vor allem auch zeigen, wir werden Demo machen. Dann haben wir eine Reihe von hybriden Szenarien, ja, die wir eher zeigen werden, wo wir uns ein bisschen überlegen werden, wie schaut das aus mit dem Thema Cloud. Ja? Wir haben immer mehr Cloud-Szenarien und da werde ich Michael vor allem dich bitten, uns da ein bisschen zu erleuchten, wie kann man die unterschiedlichen Möglichkeiten hier zusammenschalten. Ja? Genau, Dokumenterstellung ist ja ein Thema, mit dem man sich ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren mit Office beschäftigen kann. Da steckt ja schon seit vielen, vielen Versionen eine Menge Automatisierungspotenzial drin. Ich glaube, die meisten nutzen Word ja irgendwie doch ein bisschen ganz anders oder Office und nutzen vieles davon gar nicht. Wunderbar, und dann schauen wir noch ein bisschen, was sind die Voraussetzungen, Lizenzen und Partnerprogramm. Ja. Eine kurze Vorstellung von DOCS 42. DOCS 42 ist ein Softwareprodukthersteller. Wir freuen uns, dass wir Microsoft Gold Certified Partner sind. Wir sind außerdem Technologiepartner von Nintex, Theobald und Codigon. Und ja, DOCS 42 ist ein Softwareprodukt zur Dokumentenautomation und Datenintegration. Zielsetzung ist, ein Produkt zu haben, das flexibel, mächtig und intuitiv ist. Warum flexibel? Naja, wenn es um Dokumentenautomation geht, dann wollen Sie ja Daten integrieren. Sie wollen Systeme integrieren, und zwar die da sind und nicht die, die sich wünschen. Also brauchen Sie einen Baustein, der sich in eine Landschaft einpassen lässt. Der mächtig ist, damit Sie Dokumente generieren können, die nicht gerade aussehen, als wären sie Notepad, sondern die wirklich interessant aussehen. Ja? Hochwertige Dokumente mit nicht nur Daten, sondern Bildern, Tabellen, dynamischen Diagrammen, QR-Codes, Textbausteinen, Google Maps und so weiter und so fort. Und das Ganze muss intuitiv bedienbar sein, damit auch Business-User in der Lage sind, Dokumentvorlagen zu gestalten. Ja? Mhm. Was sind alles Dokumente? Ja, das kann ein Ticket sein, das kann natürlich eine Rechnung sein, ein Angebot, ein Jahreszeugnis, ein Gesundheitsbericht, ein Sales Report, eine Bestellbestätigung, ein Government-Dokument, ein Handbuch, ein Immobilienexposé, ein Vertrag, eine Versicherungspolize, ein Patientenbrief, Befund, ein Gutachten, ein Zertifikat, ein Studienbescheid, eine Frachtpapier, eine Zugangsberechtigung. Seien Sie kreativ, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten vor Dokumenten. Aber eines haben Sie alle diese Dokumente gemeinsam. Sie integrieren Daten aus unterschiedlichen Systemen. Und da schauen wir uns vielleicht auch an, wie kann Dokumentenerstellung in Unternehmen typischerweise funktionieren. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Eine dieser Möglichkeiten ist Copy-Paste, das heißt die manuelle Dokumenterstellung, typischerweise mit den Office-Produkten. Business-User lieben das, weil es ist flexibel, es ist individuell. Aber es hat natürlich auch großartige Nachteile. Nämlich, es ist extrem aufwendig, es ist sehr fehleranfällig. Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein Dokument, ja, sagen Sie mal 1000 Mal im Jahr, und Sie irren sich bei jedem Zehnten, und das passiert, wenn man das manuell macht. Dann sind viele, viele Dokumente falsch. Es ist langsam und es ist natürlich 9 to 5. Ja. Und die Gefahr, dass man sich irrt, macht enorm Stress. Ja, und bei den Dokumenten, wenn was dann oft in Unternehmen... Hallo? Ja, entschuldige, Michael.
Ja, ich wollte gerade sagen, bei den Dokumenten, du hast ja schon gesagt, es gibt die verschiedensten Arten von Dokumenten, die man erstellt. Die Praxis sieht ja meist so aus, dass man vielerweise, ich weiß nicht, ein bestehendes Dokument nimmt, einfach Änderungen macht, unter einem neuen Namen abspeichert. Das sind ja, wie du schon sagst, Copy- und Paste-Funktionen. Das ist ja was, wo viel Automatisierung quasi mit der Hand gemacht wird, aber es gibt eben diverse Möglichkeiten, und das ist jetzt hier in der Mitte ja schon aufgeführt, VBA, VSTO-Apps, verschiedene Möglichkeiten zu automatisieren. Ich glaube, das Einfachste, was vielleicht jeder schon mal definitiv angewandt hat, ist irgendwie so eine Outlook-Regel, wo ich bestimmte Dinge einfach in meinem Outlook automatisieren kann mit einfach einem kleinen Assistenten. Und dann in Office, da gibt es dann die nächsten Schritte, wenn ich in Word denke, einen Serienbrief erstellen, ist ja auch schon eine Art und Weise von Automatisierung. Aber da endet es dann auch in der Regel, denke ich mal so, du hast ja auch schon aufgeschrieben, Fehlervermeidung, es endet an der Stelle, wo der Anwender dann tatsächlich noch ohne Vorkenntnisse entsprechende Änderungen machen kann. Und VBA, VSTO, Apps, das ist natürlich etwas, ich weiß, es sind die riesen dicke Bücher geschrieben worden über Makroprogrammierung und all sowas, aber das ist in der Regel ja auch immer dann den Fachleuten vorbehalten und nicht dem Endanwender. Genau, und zusätzlich hast du natürlich die Situation, dass du damit nur kleine Mengen da machen kannst, dass du halt keinen Server zur Verfügung hast, das muss also immer noch jemand auf einen Knopf drücken, und gerade was Makroprogrammierung betrifft, stellt sich das Thema Wartbarkeit. Provokativ habe ich da hingeschrieben, funktionale Sackgasse, weil ich ein Dokument, das ich mit diesen Methoden, also mit Serienbriefen, VBA, VSTO oder Office selbst automatisiert habe, das kann nicht automatisiert am Server erstellt werden. Also Sie können keinen 7x24-Prozess damit starten. Ja. Deshalb funktionale Sackgasse. Das wäre natürlich der nächste Schritt. Ja. Also dann zu sagen, okay, man generiert ein Dokument aus einer Applikation heraus. Ja. Und das also serverseitige Dokumentautomation. Damit, dass diese Applikationen können sein, ein ERP-System oder ein Fachsystem, ja, da können Sie sich viel überlegen, ein SAP, ein Navision, ein Axapta oder ein CRM-System oder ein medizinisches Fachsystem, ein Lagersystem, ein Billing-System im Mobilfunkbereich. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und damit kriegt man natürlich diese 7x24-Geschichte hin, damit kriegt man die Performance hin, aber man ist meistens auch unflexibel. Weil damit ist es kaum mehr möglich, individuelle Dokumente zu gestalten, und meistens sind die Dokumente, die hier entstehen, auch nicht gerade schön, also provokativ gesagt hässlich. Nun stellt sich die Frage der Datenintegration. Ja, wenn ich mehrere Fachsysteme habe, wie ich das typischerweise habe in Unternehmen, dann haben sie oft so IT-Abteilungen, wo halt dann viele XML- und CSV-Dateien, die Server wechseln, jede Nacht, nur um die Daten von einem System ins andere zu bekommen. Und schlussendlich haben sie halt redundante Daten. Und natürlich, das Ganze bedeutet Corporate Design bei IT, weil es eigentlich nicht möglich ist, dass Fachanwender, Business-User diese Dokumente gestalten. Ja. Okay, dann schauen wir uns doch an, welche Möglichkeiten bietet jetzt die Microsoft-Plattform hier. Michael, kannst du uns da einen kurzen Überblick geben? Ja, also ich hatte es ja schon kurz angerissen, das kennt, wie gesagt, die Einstellung. Kennt man ja schon seit vielen, vielen Versionen, dass ich in Office kleinseitig das ein oder andere automatisieren kann, wie gesagt, im Outlook über eine Regel oder im Word über einen Serienbrief oder auch mal kleine Makrorekorder, mal kleine Schritte aufzeichnen. Das ist für den individuellen Mitarbeiter, für die individuelle Lösung sicherlich immer eine gute Möglichkeit. Aber wir wissen auch, das hat man eigentlich bei jeder Office-Version auch immer gesehen in den Demos, da gab es dann die separaten Taskpanes, wo man auf externe Daten zugreifen konnte und dann, weiß ich was, den Kundendatensatz direkt in das Word mit reinziehen konnte. Da gibt es schon eine ganze Menge, was dort immer vorgestellt worden ist. Ich selbst habe es auch mal mit großer Bewunderung gesehen, was da alles möglich ist. Nur, das setzt halt immer dann sozusagen die Spezialisten voraus, die solche Lösungen dann bauen. Das kann ich dann eben nicht selber machen. Also bei Serienbriefen beispielsweise sicherlich, das wird heute mittlerweile jeder fortgeschrittene Word-Anwender kennen, dass er zumindest in Verbindung mit einer Access-Datenbank oder mit einer Excel-Tabelle Serienbriefe erstellen kann.
Wir haben hier geschrieben, keine IT-Kenntnisse nötig. Also Vorkenntnisse halt auf Anwendungsebene, die brauche ich schon, aber ich muss halt nicht programmieren und kann das dann auch in der Regel recht gut reproduzieren. Und da habe ich auch schon die Möglichkeit, dann das Layout meiner Briefe zu gestalten. Es wird natürlich dann an diesen Stellen immer schwieriger, wenn ich externe Datenquellen einbinden will oder das eben automatisieren will, sodass ich sage, den Serienbrief, also weiß ich was, meine Rechnung wird jeden Monat einmal automatisch rausgeworfen. Da komme ich natürlich mit solchen kleinen Funktionen eben entsprechend an die Grenzen. Und dann geht es halt in die Programmierung los, VBA-Makros, Visual Studio for Office in der Automation. Da auch wieder alles immer kleinseitig, kann ich natürlich schon wesentlich mehr machen. Allerdings, wie gesagt, Programmierkenntnisse. Und wer schon mal so in Buchregale geschaut hat, was es da über Makroprogrammierung oder VSTO-Programmierung gibt, der weiß, das ist nichts für den, in der Regel nichts für den Laien, sondern da muss man sich schon Gedanken darüber gemacht haben, wie man das tatsächlich einsetzt. Und du hattest auf der vorigen Folie auch mal schon gesagt, es ist immer eine Frage der Wartbarkeit und der Pflege und auch der Skalierbarkeit des Ganzen. Etwas, was wir auch sehen, ist, dass in Zukunft ja immer mehr Apps kommen wird. Also das App-Modell wird ja immer mehr propagiert, wobei mit Add-ins hatten wir das ja auch schon seit verschiedenen Generationen von Office. Apps, die die Funktionalität in der Regel von Word oder von Excel erhöhen, die aber in der Regel nicht darauf ausgerichtet sind, bestimmte Dinge eben zu automatisieren. Und auch da muss man sagen, ja, aber das ist auch etwas, was dann wieder programmiert ist. Also was man wirklich braucht, wäre eine Lösung, die im Prinzip gerade für Massenaussendungen oder für regelmäßige Aussendungen, wo der Benutzer eine einfache, zu erlernen eine Schnittstelle hat, über die er sozusagen das Dokumentendesign festlegen kann und dann im Hintergrund für ihn sozusagen Magic-mäßig der Rest gemacht wird. Wir haben ja auch noch die SQL Server Reporting Services drin. Auch das ist etwas, was ja mittlerweile im professionellen Bereich vielfach auch eingesetzt wird. Aber auch da, wie gesagt, das ist nichts für den Endanwender und es setzt halt voraus, dass das Ganze dann entsprechend eingerichtet und von Experten gebaut worden ist. Also da kann man sicherlich auch etwas machen. Was also hier wirklich fehlt, und da habt ihr, wie gesagt, eine Plattform geschaffen, die sozusagen beides miteinander kombiniert. Die Frage nach, was kann ich auf dem Server machen und was kann ich dem Benutzer an einfachen Tools an die Hand geben. Eine Frage, das habe ich jetzt auch nochmal im Vorfeld nochmal ein bisschen recherchiert. Es gab ja schon immer mal die Überlegung oder die Möglichkeit, dass man gesagt hat, naja, Automatisierung auf dem Service, ich kann ja auf dem Server, ich kann ja Office auf dem Server installieren und lasse dann sozusagen bestimmte Tasks auf dem Server ausführen und habe dann sozusagen die Automatisierung von Office über so etwas gelöst. Das war tatsächlich mal so in Zeiten 2003, 2007 so eine Option, was man machen könnte. Es funktioniert auch teilweise und da liegt natürlich erheblichen Einschränkungen hinsichtlich Skalierbarkeit und Ähnliches. Und interessanterweise, als wir ins Vorgespräch hier zum Webinar eingestiegen sind, kam mal die Frage auf, was ist eigentlich dazu die aktuelle Microsoft-These zum Thema Automatisierung von Office auf dem Service? Und ich habe da lange gesucht und tatsächlich noch einen Artikel in dem Support-Bereich gefunden, die dann tatsächlich einfach auch sagt, ich habe hier den Satz, den habe ich mir markiert, Microsoft empfiehlt Entwickler dringend, Alternative zur Automatisierung von Office zu suchen, wenn sie serverseitige Lösungen entwickeln möchten, weil es da eben Einschränkungen hinsichtlich Sicherheit auf dem Server, dann die Frage der Skalierbarkeit, dass eine Client-Lösung ist halt nicht für Server-Einsatz gebraucht, der halt skalierbar sein muss und bestimmte Funktionen im Office erfordern auch Desktop-Interaktion. Also etwas, was, wie ich immer so schön sage, was technisch geht, was man auch mal im kleineren Rahmen machen kann, aber wo man heutzutage nicht mehr hinsichtlich größeren Lösung etwas aufsetzen würde. Und insofern würde ich mal sagen, schauen wir jetzt mal in die Plattform rein, was man eigentlich so mit einer Automatisierungsplattform in Kombination mit einem einfachen Desktop-Anwendung und eine Konfiguration machen kann. Super, das machen wir gleich, danke. Ich möchte noch ganz kurz die Ergebnisse von unserer Umfrage, die wir ganz am Anfang gestartet haben, kundtun. Unsere Teilnehmer haben ja am Anfang gevotet und
71% haben bereits Erfahrung mit Serienbriefen und VBA, 17% mit Office Automation, mit VSTO, 22% mit Office Apps, 22% mit SQL Server Reporting Services und 15% schon mit Docs42. Docs42, wie du ja auch schon gesagt hast, verbindet hier ein bisschen die Welten, nämlich die Flexibilität und die Möglichkeit, dass Business-User hier arbeiten können auf der Office-Plattform. Docs42 setzt, wie wir gleich sehen werden, auf der Office-Plattform auf, ermöglicht es aber, viele Datenquellen ohne Programmierung anzubinden und das Ganze serverseitig ablaufen zu lassen, mit voller Stabilität und natürlich ohne Office-Installation am Server. Gut, dann schauen wir, wie du gesagt hast, in diese Plattform ein bisschen hinein, wie das funktionieren kann. Unsere Prämisse ist, dass Business-User automatisiert Dokumente, also Dokumentvorlagen gestalten können müssen. Warum? Weil Business-User ein wenig anders denken. Ja? Sie haben einfach einen anderen Fokus. Ja? Marketing-Kollegen denken an Schriftarten, an Corporate Design, wie sie Dinge attraktiv für ihren Kunden visualisieren können. Business-User denken an den Content. Ja? Was muss wann rein, was ist rechtlich notwendig etc. Und IT-Kollegen denken natürlich an Systemintegration, an Security, an Performance und so weiter. Und entscheidend ist, dass alle drei hier in der Dokumentvorlagengestaltung ihre Kompetenzen einbringen können. Dort brauchen sie ein Tool, mit dem alle drei arbeiten können und das stellen wir halt zur Verfügung. Denn dann können Sie auch so kreative Ideen umsetzen, wie dass man in Dokumente, und Dokumente werden schließlich beachtet, ja, Dinge einbringen kann, die wirklich Mehrwert schaffen. Wie hier sehen Sie zum Beispiel ein Ticket, das automatisch eine Google Map drinnen hat von dem Ankunftsort. Oder ein Gutschein, der aber nur am Ankunftsort sinnvoll nutzbar ist. Ja, wie hier ein Gutschein für den Tierpark Schönbrunn. Aber wenn Sie nach Wien reisen natürlich. Übrigens, wenn Sie mal nach Wien kommen, ist es wirklich schön, der Tierpark Schönbrunn. Oder eine Mobilfunkrechnung, die zum Beispiel ein Angebot für eine Vertragsverlängerung beinhaltet. Aber natürlich nur, wenn der Vertrag abläuft. Wie funktioniert das? Wir stellen einerseits Add-ins zur Verfügung, die auf der Office-Plattform laufen, ja, wie hier zum Beispiel in Microsoft Word. Also eine Docs42-Vorlage ist nichts anderes als ein Microsoft Word-Dokument. Das erweitert ist um bestimmte Controls, mit denen man Daten in ein Dokument einbringen kann. Aber eben nicht nur Daten, sondern auch Bilder, Diagramme, dynamische Diagramme, Tabellen, Hyperlinks, QR-Codes und vieles mehr. Das lässt sich designen direkt in der Microsoft-Plattform und generieren kann man das eben dann am Server oder auch direkt aus der Microsoft-Plattform, also direkt aus Office heraus. Dann haben wir die Möglichkeit, eine Reihe von Datenquellen einzubinden, Datenbanken, SOAP Web Services, Excel, SharePoint, bei SharePoint ganz wichtig, Office 365 oder On-Premises. Wir sehen das nachher in der Demo, da werden wir eine Vorlage direkt auf Office 365 übersiedeln, XML, SAP, Microsoft CRM, auch das wieder online oder On-Premises. Das Ganze ist auch erweiterbar. Und das Vorlagendesign findet, wie gesagt, in Microsoft Word statt mit allen Formatierungsmöglichkeiten, die man dort gewohnt ist. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Microsoft Excel als Kalkulations- und Charting Engine zu benutzen. Das heißt, Daten aus beliebigen Quellen in bestehende Excels einzubringen, diese Excels rechnen zu lassen und die Ergebnisse ins Dokument zurückzuholen. Oder das Excel selber als Ergebnis rauszuspielen. Damit habe ich die komplette Formelsprache und die komplette Charting-Funktionalität von Microsoft Excel zur Verfügung und das ist ordentlich mächtig. Eine weitere Möglichkeit sind QR-Codes, Barcodes. Sie sehen hier eine der vielen Docs42 Beispielvorlagen, die hier zum Beispiel SEPA-konform Zahlungsinformationen in einem QR-Code kodiert, ja, das ist eine Mobilfunkrechnung. Übrigens, diese Beispielvorlagen können Sie von der Docs42-Seite auch kostenfrei runterladen, sofort generieren und ausprobieren. Auch eine schöne Möglichkeit, sozusagen Barcodes immer wieder in Dokumente einzubringen. Mhm. Das wird ja auch immer häufiger genutzt. Und damit wären wir auch schon bei den Demos, oder? Michael, wie gefällt denn dir das so? Genau, also ich finde das sieht sehr spannend aus. Ich denke, wir sollten uns mal anschauen, wie das für den Anwender aussieht, wenn er sozusagen jetzt einen Zugriff auf eine entsprechende Datenliste macht. Und du hast ja schon gesagt, das läuft auch mit SharePoint Office 365. Am besten, ja, Demo 1 steht ja schon da. Zeig doch mal bitte, wie das Ganze so 1.3-fix funktionieren kann. 1.3-fix, zeigen wir doch gleich her. Okay, wir starten hier mit einer Mitarbeiterliste. Gehen wir mal davon aus, diese Mitarbeiterliste, das ist ein ganz normales Word-Dokument. Ja? Und dieses Word-Dokument
haben wir sozusagen als Vorlage bekommen und genau so soll es aussehen. Genau so soll dieses Word-Dokument schlussendlich dann aussehen, wenn es fertig generiert ist. Aber natürlich, das ist ja nicht automatisiert. Es sollen die Daten zum Beispiel aus dieser SharePoint-Liste eingebracht werden. Ja, wir haben hier eine SharePoint-Liste, da liegen Bilder und also Daten und Bilder von Mitarbeitern drinnen und die würden wir gerne in dieses Dokument automatisiert übernehmen. Ja. Das heißt, was wir tun ist, wir versuchen dieses Dokument hier zu automatisieren. Dazu öffnen wir mal das Doc42 Ribbon in Word und sagen, okay, da brauchen wir eine Datenverbindung zu SharePoint. Öffnen wir den Datamap Designer und sagen, okay, da drinnen ist im Vorbereitet habe ich nur eine Connection-Datenquelle, damit wir die Connection-Informatoren nicht tippen müssen, aber sonst sagen wir mal, wir verbinden uns auf SharePoint, öffnen eine SharePoint-Datenquelle in Doc42, sagen, wir wollen uns auf unsere SharePoint-Seite verknüpfen, das ist jene, wo diese Bilder liegen oder diese Mitarbeiterdaten. Wir geben hier noch die Connection-Informationen. In dem Fall tippe ich es, damit Sie sehen, dass beides geht. Ja, ich könnte das genauso hier übernehmen aus dieser Connection-Datenquelle. Hier sehen Sie übrigens ein Häkchen SharePoint Online, Office 365. Wäre das ein SharePoint Online in der Cloud, dann müsste ich hier das Häkchen setzen und alles wäre fein. Das heißt, du kannst es auch mit der Cloud verbinden. Nachdem wir das gemacht haben, können wir uns hier aus sämtlichen SharePoint-Listen aussuchen, auf welche wir uns verbinden wollen. Wir wollen natürlich Employees. Ja, das ist genau die Liste, die wir vorher kurz gesehen haben. Wir haben als Anforderung, diese Employees sollen sortiert sein nach ihrem Achievement, also sozusagen nach ihrer Erfolgserreichung. Das heißt, wir legen uns hier eine kleine Query an, sagen, okay, da gibt es irgendwo ein Datenfeld Achievement, wir wissen, das ist numerisch und wir wollen das gerne absteigend sortiert haben. Okay, gut, wir nennen diese Datenquelle aber eben auch den Mitarbeiter. Dann können wir das hier auch gleich testen. Schauen wir mal, ob diese Verbindung zum SharePoint funktioniert. Okay, hier kommen die vier Mitarbeiter. Das sind genau die, die wir vorher gesehen haben. Wir sehen auch, dass die nach dem Achievement richtig sortiert sind. Mehr müssen wir nicht tun, um unsere SharePoint-Datenquelle anzulegen. Wir sagen, okay, speichern das, sind fein und können jetzt Datenquellen und Datenfelder hier einbinden. Das heißt, wir sehen hier den Datenfeld-Explorer, klappen diese SharePoint-Liste auf und jetzt geht es los, dass wir Daten einbinden. Das heißt, wir wollen hier mal, wo Alfred Bollinger steht, den Namen drin haben. Klar, wir tauschen das aus. Wir wollen hier, wo die Mailadresse steht, die Mail haben. Tauschen das aus. Fein, diese Mail fügen wir da gleich als QR-Code auch ein, weil steht ja da, wir sollen sie als QR-Code einfügen. Also E-Mail als Barcode vom Typ QR 30 breit. Okay, schauen wir mal, ob das funktioniert, wenn wir hier direkt generieren. Ja, wir bekommen schon Daten aus dem SharePoint, allerdings leider nicht alle, weil da steht Selina Bentley und da steht, ja, also das ist ein halbfertiges Produkt, machen das weiter. Wir wollen ja hier das Bild austauschen. Das heißt, wir haben ja hier den URL-Pfad drinnen. Wir sagen, das ist ein Image, das sei, sagen wir, unter 120. Und wir wissen, dass das in unserer com.site liegt. Das heißt, wir haben den Pfad, wo dieses Image liegt. Gut, und außerdem wollen wir das ganze Ding ja für alle Mitarbeiter wiederholen. Das heißt, wir gehen hierher, sagen Bereich automatisieren für alle Mitarbeiter. Okay. Schauen wir, wie das jetzt ausschaut. Gut, wir haben die Mitarbeiter drinnen, Selina Bentley, Alana 1, das sind genau die, die wir vorhin in der SharePoint-Liste gesehen haben. Das Einzige, was noch nicht passt, ist dieser Fortschrittsbalken hier. Den müssen wir natürlich noch austauschen, damit der auch wirklich das Achievement darstellt. Gut, dazu gehen wir nochmal in unser Data Map und legen uns hier eine Excel-Datenquelle an. Warum eine Excel-Datenquelle? Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier ein Excel genommen, das einen Progress-Bar enthält. Ja, schauen wir uns das an. Hier gibt es ein Excel und dieses Excel beinhaltet ein Excel-Chart, das einen Fortschrittsbalken darstellt. Und hier wird der Wert sozusagen hineingeschrieben, der diesen Fortschrittsbalken steuert. In einer Docs42 Excel-Datenquelle benutzen wir das, um das Achievement des Mitarbeiters hier hineinzuschreiben. Das ist numerisch und alles ist fein und das Ergebnis hätten wir gerne die Charts aus dem Worksheet Sheet 1. Mehr gibt es dort nicht. Das war's, damit haben wir dieses Excel automatisiert. Wir sagen, okay, aber Excel 1 ist kein schöner Name, nennen wir es anders. Okay, Änderungen speichern und jetzt tauschen wir das hier aus
gegen den Progressbar. Das ist wieder ein Image. Und das sei, sagen wir mal, 200 Byte. Okay. Wir generieren das ganze Ding. So, jetzt sehen wir, wir haben die Mitarbeiterliste, wir haben die Daten aus SharePoint übernommen, wir haben hier die Fortschrittsbalken dynamisch generiert, wir haben Barcodes drinnen. Ja, und dafür haben wir, Michael, hast du auf die Uhr geschaut, wie lange wir das gebraucht haben? Na, ich habe nicht ganz drauf geschaut, aber ich glaube, es waren weniger als 5 Minuten. Ich fand es jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Das heißt, ich sehe jetzt hier bei den Fortschrittsbalken, wenn ich das so richtig verstanden habe, da hast du einfach eine separate Excel-Datei, die eigentlich diesen Fortschrittsbalken generiert. Du nimmst dann aber über die Automatisierung den Wert für den Fortschrittsbalken aus der SharePoint-Liste, lässt dir das Bar generieren und packst es dann wieder in das Word-Dokument mit rein. Genau so ist es, ja. Genau, das ist ja schon mal eine recht komplexe Verbindung dahinter. Und man sieht ja hier, man hat jetzt entsprechend die Ausgabe und du hast jetzt hier praktisch ein Word-Dokument, in dem du diese Mitarbeiterliste jetzt entsprechend weiterverarbeiten kannst, also versenden oder nach PDF oder speichern, entsprechend weitermachen. Oder du könntest sie jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle auch direkt wieder in eine SharePoint-Dokumentbibliothek abspeichern, dass sie wieder für alle zur Verfügung steht. Genau. Und das macht jetzt ja vor allem Spaß, wenn man diese Mitarbeiterliste nicht nur in Word generieren kann, sondern wenn man sie direkt aus SharePoint generieren kann. Das würde ich ganz gerne hier anzeigen. Wir haben ja hier diese SharePoint-Liste und ich habe mir den Spaß gemacht und habe über den SharePoint-Designer hier einen kleinen Button eingebaut in das Ribbon. Das ist nichts anderes als eine sogenannte SharePoint-Custom-Action. Ja, das kann man über den SharePoint-Designer einbauen. Dazu gibt man einfach die URL des Doc42-Servers und das entsprechende Template an und dass er das Ding bitte als PDF retour geben soll. Das ist reines No-Code, da wird nichts programmiert dafür. Wenn man da draufklickt, wird der Doc42-Server gestartet. Dieses Template wird ausgeführt, nach PDF konvertiert. Wir öffnen es und haben jetzt direkt aus dem SharePoint die gleiche Mitarbeiterliste generiert, die wir vorher in Word generiert haben. Ohne dass wir Word auch nur öffnen mussten, ohne dass im Server Word gelaufen ist. Ja, genau das Gleiche, was wir vorher designt haben, ist jetzt live direkt aus dem SharePoint gelaufen. Okay, also das Beispiel, was du quasi eben gebaut hast, das hast du dann, das ist dann auf dem Doc-Server gespeichert und über eine URL abrufbar. Und die URL hast du jetzt hier oben auf den Knopf gelegt und damit kann automatisch dann die Liste immer dynamisch erstellt werden. Ganz genau. Wobei ich habe das Template eigentlich nicht am Doc42-Server gespeichert, sondern ich habe es ja auch hier auf SharePoint abgelegt. Hier liegt es. Okay. Gut, dann hätte ich noch ein anderes kleines Beispiel, das vielleicht ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen wirtschaftlicher ist. Ich habe hier eine Liste, die heißt Sales Orders. Diese Liste, machen wir das groß, dass man es besser sieht. Diese Liste Sales Orders beinhaltet ja Sales Orders. Die kommen in Wirklichkeit aus SAP, die werden aus SAP übernommen mit einer Order Number, einer Customer Number. Und man kann, dass die hier sozusagen die Order-Bestätigung, die dann versendet werden soll, die kann man hier konfigurieren. Und zwar kann man insbesondere einen Zusatz auswählen. Das sind kleine Textblöcke, die hier in der Liste Advertisements liegen. Ja, das sieht man hier. Das sind kleine Word-Dokumente, die dort einen Zusatzbaustein darstellen, der in diese Sales Order übernommen werden soll. Und man kann auswählen bei der Sales Order, welcher Mitarbeiter sozusagen hier mit angedruckt werden soll. Und man kann noch eine individuelle Message angeben. So, und jetzt möchte ich diese Sales Order hier automatisiert versenden. Ich bin zufrieden mit dieser Konfiguration. Das ist nichts anderes als eine Taskliste in SharePoint. Und wenn ich hier diesen Task als abschließen, also abschließend markiere, das ist auch gut, weil der ist heute fällig, dann wird dahinter ein Workflow gestartet. Das heißt, ein SharePoint-Workflow läuft los, generiert die Order Confirmation und sendet sie an den Kunden. Wir machen das mal. Ich habe damit jetzt einen Workflow gestartet. Während der läuft, schauen wir uns diese Order Confirmation, dieses Template mal an, dieses Order-Template. Das liegt natürlich auch auf SharePoint. Ja, hier ist es. Ich kann dieses Order-Template hier wieder live im Word auch generieren. Dazu muss ich mir dann aussuchen, welchen Textbaustein ich da drinnen habe. Nehmen wir doch den Zobin, der war so nett. An welcher Mitarbeiter. Und kann hier im Word das generieren. Ja. Zeitgleich generiert unser Workflow im SharePoint jetzt diese Order-Confirmation, legt sie als PDF ab.
sondern aber nur, dass wir es im Word mal sehen, wie das eigentlich ausschauen soll. Das heißt, die Textbausteine holst du dir jetzt aus der SharePoint-Bibliothek, die du dort eingerichtet hast. Genau, also dieser Textbaustein, der hier eingebunden ist, der liegt in Wirklichkeit hier. Machen wir auf. Das heißt, ich könnte da mir über so einen Weg könnte ich mir natürlich auch eine zentrale Textbausteinbibliothek in meinem SharePoint einrichten, die über diesen Weg dann für alle Mitarbeiter immer auf aktuellen Stand ist, eingepflegt ist und die dann in ihren entsprechenden Dokumenten verwendet werden kann. Das wird typischerweise auch gemacht, wenn zum Beispiel komplexere Verträge generiert werden oder komplexere Angebote, Bestellbestätigungen, die sozusagen unterschiedliche Textbausteine beinhalten. Dann machen das viele Kunden von uns so. Dann haben sie mehrere Bausteine und sozusagen mit einer Logik dahinter, die zum Beispiel abgebildet ist oder in SharePoint, wird dann definiert, welche Bausteine kommen wann ins Dokument. Ja, und so wird dynamisch dann ein Vertrag, ein Angebot, ein komplexeres Gutachten aufgebaut. Ja, ich kann mir das gut hier für Bauunternehmen so vorstellen. Die haben ja immer die gleichen Blöcke, je nachdem, was angeboten wird. Oder wie gesagt, das Verträge, Rechtsanwälte und so weiter. Oder Versicherungen, die auch so Standardverträge haben, die je nach Kunde entsprechend angepasst werden müssen. Ja, sieht sehr flexibel aus. Ich würde noch gerne ein bisschen herzeigen, wie die Daten da hineinkommen. Also einerseits haben wir Daten, die direkt aus SAP kommen. Also sind hier eine SAP-Datenquelle. Und wir haben aber auch natürlich Daten, wie zum Beispiel hier den Namen des Mitarbeiters. Ja, das sind also unsere Employee-Liste, die kennen wir schon. Und hier ist eine Verknüpfung auf die Advertisements, die als Word-Dokument eingebunden werden. Das heißt, hier wird wirklich das Word-Dokument von SharePoint geladen und unmittelbar eingebunden. Ich zeige noch kurz diese SAP-Datenquelle vielleicht kurz her. SharePoint-Datenquelle haben wir ja schon gesehen. Aber hier haben wir die Möglichkeit, auch rein konfigurativ auf SAP zuzugreifen. Also ich lese hier zum Beispiel die Table VPAP von SAP aus. Lese natürlich nur die Zeilen, die zu der entsprechenden Order-Number gehören. Kann das noch testen. Ja, und sehe hier, das sind genau diese Zeilen, die in der Order Confirmation drinnen sind. Wenn du jetzt hier direkt auf SAP zugreifst, dann muss man natürlich auch sagen, das macht jetzt natürlich nur derjenige, der in diesem Falle dieses Formular bzw. diesen Ablauf hier generiert. Und wenn der dann einfach gespeichert ist und den Benutzern zur Verfügung gestellt wird, dann passiert die Authentifizierung, sodass dann tatsächlich auch der Zugriff darauf kommt. Das passiert dann nachher alles serverseitig und das ist dann auch entsprechend sicher in den ganzen Prozess eingebunden. Genau, das ist damit schön weggekapselt vom End-User. Gut, jetzt schauen wir mal, ob dieser Workflow schon mal was getan hat. Wir haben ja gesagt, wir haben ja da vorhin einen Workflow gestartet, nicht? Und der sollte in die Liste Order Confirmation eine Order generiert haben. Das hat er vor 4 Minuten auch getan. Ja? Schauen wir uns die kurz an. So. Ich muss jetzt kurz aufmachen. Okay, hier ist sie. Man sieht, das ist genau die Order Confirmation. Gewünscht war mit der hübschen Selina Bentley und dem Textbaustein integriert als PDF. Und also ein typischer Einsatzpunkt wäre jetzt sicherlich, also zum Beispiel Telefonunternehmen, die Rechnungen an ihre Kunden rausschicken. Denn da passiert ja sicherlich pro Monat, werden ja da Hunderttausende von Rechnungen rausgeschickt. Und das ist ja auch mehr oder minder standardisiert, aber du hast dann den Zugriff auf die Kundendatenbank, auf die Abrechnungsdaten, eben zum Beispiel auch solche Dinge wie SharePoint, wie Bausteine, um aktuelle Angebote mit einzubinden. Das wäre so ein typischer Use Case für das, was du uns hier gezeigt hast. Zum Beispiel, ja, genau. Ich würde noch ganz gern herzeigen, wie man zum Beispiel jetzt da auch auf Office 365 zugreifen kann. Und das ist ja auch, glaube ich, auch nicht uninteressant. Ich habe vorher gesagt, der Zugriff sozusagen funktioniert mit On-Premises genauso wie mit SharePoint auf Office 365. Deshalb klicke ich hier auf eine Site, die auf Office 365 liegt. Und ich habe hier ebenfalls diese Mitarbeiterliste, diese Employee-List, auf Office 365 auf SharePoint Online abgelegt. Strukturell gleich wie On-Premises, aber halt natürlich mit anderen Mitarbeitern. Sie sehen das hier schon eindeutig aus den Namen heraus, das sind eindeutige Cloud-Bewohner.
Aber ich habe genauso mit dem SharePoint-Designer hier wieder einen grünen Button, einen grünen Pfeil-Button eingebaut, der den Docs42-Server ruft und unsere Mitarbeiterliste generieren soll. Das heißt, es läuft hier jetzt genau das gleiche Template im Hintergrund ab und erzeugt uns genau die gleiche Mitarbeiterliste, die wir on-premises schon erzeugt haben. Hier ist sie, öffnen, da ist sie. Und jetzt sind unsere Cloud-Mitarbeiter hier in dieser Liste. Strukturell alles gleich, ja, und das bedeutet auch, dass Sie, wenn Sie Docs42 sozusagen zur Dokumentenautomation einsetzen, auch Investitionssicherheit haben, weil wenn Sie eines Tages sagen, ich möchte meinen SharePoint in die Cloud übersiedeln, wunderbar, Ihre Templates laufen einfach weiter. Jetzt muss man zu diesem Beispiel natürlich noch eine Frage stellen. Du hast ja gesagt, das ist eine serverseitige Lösung. Wie kommt denn jetzt auf Office 365 Docs42 auf den Server? Oder wo steht der Server? Ist das jetzt alles nur Cloud-basiert oder brauche ich jetzt hier noch eine On-Premise-Komponente, die dann im Hintergrund quasi diese Automatisierung macht? Wie ist das denn praktisch gelöst? Das ist eine gute Frage. Dazu haben wir ja ein eigenes Slide vorbereitet. Das würde ich jetzt auch gleich online schalten. Einen Moment. So, woanders denn? Da ist es. Okay. Hybride Welt. Ja, du kannst den Docs42-Server sowohl in der Cloud als auch on-premise betreiben. Denn Docs42, also viele Unternehmen betreiben den Docs42-Server on-premise und zwar deshalb, nicht weil sie sozusagen irgendwas gegen Cloud hätten, ja, sondern weil sie auch Datenquellen on-premises haben, wie zum Beispiel ein SAP-System, ja, auf das sie auch zugreifen wollen. Und das einfach viel einfacher ist aus Security-Gründen, den Docs42-Server on-premise zu halten, damit auf diese On-Premise-Datenquellen zuzugreifen und zusätzlich in die Cloud, zusätzlich Daten aus der Cloud zu holen. Also was wir gerade gesehen haben, dieser Zugriff, der Docs42-Server, der stand on-premises auf Infrastructure as a Service. Also in Wirklichkeit auch in der Cloud, aber es war halt ein Infrastructure as a Service und hat auf Office 365 zugegriffen. Man könnte den Docs42-Server aber natürlich auch auf Windows Azure draufstellen. Das würde genauso gut funktionieren. Und damit hat man die Möglichkeit, sozusagen hier den Docs42-Server dorthin zu stellen, wo man ihm am besten, wo er sozusagen vom Datenzugriff am besten positioniert ist. Also der Docs, also euren Server muss man entweder on-premise betreiben oder man sucht sich einen Azure-Platz aus, wo man ihn sozusagen laufen lässt. Und von dort aus kann man ihn dann eben mit Office 365 oder on-premise verbinden. Und einer der Hauptgründe ist, dass, wenn man es on-premise betreibt, man besser an die lokalen Datenquellen rankommt und es einfacher ist. Das, was ich mir gut vorstellen kann, das hat man ja immer, wenn man sagt, okay, Office 365, ich möchte jetzt mit lokalen Daten mich verbinden, hybride Welten. Wie komme ich da ran? Wie kann ich da sicherstellen, dass der entsprechende Zugriff auch realisiert wird? Und das macht schon Sinn, hier die Kombination zu machen. Insofern ist bei euch Hybrid also auch ein ganz wesentlicher Entwicklungspunkt, in den ihr auch eure Produkte weiterentwickelt. Ja, absolut. Also Hybrid ist eigentlich, dass wir, also sagen wir so, eine der wesentlichen USPs von Docs42 ist, dass es Daten aus sehr unterschiedlichen Quellen integrieren kann. Und dabei sind dann sehr häufig auch natürlich Daten und Quellen in die Cloud dabei. Ja? Das kann ein SharePoint sein, das kann aber auch ein Microsoft Dynamics Online sein zum Beispiel oder sonstige Quellen in der Cloud, überhaupt kein Thema. Beim SharePoint ist es so, dass, ich sage mal ganz despektierlich, aus Docs42 Sicht ist es uns fast egal, wo der SharePoint läuft. Ja. Ein SharePoint ist ein SharePoint, völlig wurscht, ob er SharePoint Online oder On-Premises läuft. Und es ist eben meistens einfacher, den Docs42-Server on-premise zu betreiben und auch auf Cloud-Daten zuzugreifen, als den Docs42-Server in die Cloud zu betreiben und auf On-Premise-Daten zuzugreifen. Aber möglich ist natürlich alles und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und für den Benutzer ist das transparent, weil die Aufgaben, sozusagen die verschiedenen Datenquellen miteinander zu verbinden und aufzubauen, das macht ja derjenige, der sozusagen die Formulare und die entsprechenden Konfigurationen gestaltet. Und dann, wir haben es ja gesehen, in der Mitarbeiterliste war oben einfach nur noch ein Knopf drin und ich drücke rauf und dann kommt die Mitarbeiterliste raus für den, der die Anwendung dann benutzen muss. Und dem ist es dann eigentlich mehr oder minder egal, woher das kommt. Der muss sich darum nicht mehr kümmern, ob das jetzt aus der Cloud kam oder on-premise. Und das ist sozusagen von dem abgekoppelt.
Genau, und daher auch übersiedelbar. Also das heißt, ich kann das Ganze mal sozusagen on-premise betreiben und dann ohne weiteres in die Cloud übersiedeln, ohne dass es sozusagen vom Benutzererlebnis hier einen Unterschied gibt. Gut, ich schaue vielleicht noch ein bisschen weiter, wie das sozusagen von den Softwarekomponenten ausschaut. Einerseits gibt es die DOC42 Add-ins auf der Microsoft, die zur Verfügung stehen und bald auch für PowerPoint. Und dann gibt es den DOC42 Server, den man eben auf jeden Windows-Server, aber natürlich auch auf Windows Azure betreiben kann. Das ist ein ASP.NET basiertes Webservice, Internet Information Server. Und der ist von der Lizenz ja auch unlimitiert, was Benutzerdokumente und Channels betrifft. Das heißt, diesen Server können Sie einsetzen und je mehr Sie damit machen, desto mehr Geld ersparen Sie sich, sage ich mal despektierlich. Wie ist denn generell, weil du es gerade angesprochen hast, generell das Lizenzmodell beim SOC42 Server? Lizenziere ich da jede einzelne Maschine oder wie ist das bei euch aufgestellt? Genau, wir machen das so, dass wir eigentlich jede einzelne Maschine, jeden Arbeitsplatz lizenzieren. Dafür ist es aber so, dass die Lizenzpreise von DOC42 überraschend günstig sind. Also wir haben sehr oft das Feedback bekommen, ihr seid so billig. Haben wir dann immer wieder darüber nachgedacht, ob wir nicht die Preise steigern sollen, haben es aber nicht getan, weil es eben einen niederschwelligen Einstieg geben soll. Und unser Lizenzmodell ist so aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir wollen das Lego-artig erweiterbar haben. Das heißt, wenn ein Kunde mehr macht und mehr sozusagen an Funktionalität nützt, mehr Server einsetzen möchte, dann kann er sozusagen bedarfsorientiert dazu bauen, kann aber, und zwar mit voller Power, mit beliebig vielen Benutzern, mit beliebig vielen Dokumenten und so weiter, kann er sehr, sehr kostengünstig schon starten. Gut. Ich darf noch kurz darauf eingehen, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten. Ja? Also das heißt, DOC42 ist ja ein Produkthersteller, wir selber bieten, können keinen Service anbieten in dem Sinn, aber wir arbeiten mit sehr vielen, sehr kompetenten Unternehmen zusammen, die als Dienstleistungspartner tätig sind und die mit DOC42 Projekte umsetzen. Viele dieser Unternehmen werden Sie vermutlich kennen, die Sie dann am Schirm sehen können. Und wir bauen dieses Partnernetzwerk intensiv aus, das heißt, wir sind auch sehr, sehr daran interessiert, sozusagen weitere Partner zu gewinnen und mit unseren Partnern intensiv zusammenzuarbeiten. Ja, jetzt sind Sie da und jetzt stehen wir für Ihre Fragen zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, in den Questions-Bereich Fragen einzutippen und wir werden die natürlich auch getreulich beantworten. So, ich versuche den Test. Haben wir denn schon eine Frage? Ja, da kommt schon einiges. Michael, ich werde jetzt der Reihe nach vorlesen und möchte dann, und dann schauen wir sozusagen, wer von uns beiden da sich berufen fühlt, das zu beantworten. Okay. Ich habe DOC42 schon und bin überzeugt von dem Nutzen. Bin ich falsch in diesem Seminar? Ich dachte, es sollten auch Beispiele und Anwendungen gezeigt werden. Okay, toll, dass Sie DOC42 schon haben. Wir haben versucht zu zeigen, wie man es in SharePoint integrieren kann. Ach ja, die Frage ist um 10.19 Uhr gestellt worden, das war vor den Demos. Ich hoffe, dass Sie inzwischen aufgrund der Demos ein paar neue Ideen bekommen haben. Gut. Die Frage, ich wollte ja auch noch eine Frage stellen, und zwar mit euren Partnern, gerade auch zu den Anwendungen, was bauen die denn für Lösungen? Bauen die praktisch, nehmen die euer Tool und bauen für ihre Kunden Lösungen oder haben die selber Anwendungen, in die sie dann sozusagen DOC42 als Zusatzfunktion einbieten, um ihre eigene Lösung dann zu erweitern? Also es gibt beides. Es gibt Dienstleistungspartner, die DOC42 in sozusagen Individualprojekten einsetzen, diese mit SharePoint beim Kunden und so weiter integrieren, um diese Funktionalität zur Verfügung zu stellen. Und es gibt aber auch Produktpartner, die DOC42 in ihre eigenen Produkte integrieren, um damit sozusagen die Möglichkeit zu schaffen, dass man die Dokumente komfortabel designen kann und vom Corporate Design und so weiter hier unabhängig vom eigentlichen Produkt ist. Aber natürlich die Integration ins Produkt gegeben ist. Okay. Danke. Dann es gibt eine Frage. Es gibt ja auch Word Automation Services. Wie stehen Sie dazu? Du Michael, darf ich dich da bitten, das darauf zu antworten?
Naja, also wir haben ja gesehen, also die klar gibt es auch von Microsoft eben verschiedene Möglichkeiten, die in der Plattform mit drin sind. Muss man halt sehen. Ich denke mir auch, so eine, wir haben ja schon gesehen, hier so ein typisches Beispiel, weiß ich was, Massenaussendung bei Unternehmen, bei Telekommunikationsunternehmen, das hat ja auch einen bestimmten Business-Rahmen. Ich denke mir, wenn ich selbst im Unternehmen bin und nur so kleinere Dinge mache, dann ist das vielleicht, wenn ich die Plattform nicht ohnehin habe, sicherlich etwas, wo ich dann auch auf die klassischen Microsoft-Funktionen zurückgreifen kann oder auch das bestimmte nur kleinmäßig organisiere. Frage ist halt immer, wie ist der Anwendungsfall und wo kann ich mir da mein richtiges Tool raussuchen? Ich denke mir, eure Lösung ist besonders dann geeignet, wenn es um nicht nur um einen Einzelfall geht, sondern wirklich um Massen und insbesondere auch dann um die Anbindung von externen Datenquellen und das so sicher und auch performant zu machen, dass es dann eben, wie wir hier gesehen haben, auf Knopfdruck funktioniert. Das andere geht natürlich auch, aber man sollte halt eben sehen, wo dann die Grenzen liegen hinsichtlich des Anwendungsfalls. Ja, Word Automation Services ist ja, glaube ich, auch nur in der SharePoint Enterprise oder Standard Edition verfügbar. Michael, das weißt du genauer, oder? Da bist du, das ist eine gute Frage mit den Lizenzierungsfragen, aber das kann ich dir nicht aus dem Kopf beantworten. Aber natürlich spielt sowas auch wieder eine Rolle, wie ist entsprechend das mein Arbeitsplatz lizenziert. Sicherlich. Also wie gesagt, das muss man halt immer im Einzelfall prüfen und sehen, was man einsetzen kann. Aber ich denke mir, wenn wir hier im Webinar einiges gezeigt haben, wo euer Produkt sicherlich super gut einzusetzen ist, ist, wenn man das so richtig in komplette Geschäftsabwendung einbindet und dann eben Dinge, die immer wiederkehren und auch ein größeres Volumen haben, hierüber automatisiert. Ich glaube, das ist der ganz besondere, auch der Vorteil darüber, weil wir ja gesehen haben, und natürlich auch, wenn ich ein bisschen attraktivere Dokumente mit Word Automation Services, das ist im Prinzip Serienbriefe am Server, nicht? Und damit kann ich Adressdaten abfüllen, aber wenn man dynamische Diagramme, Bilder einbinden und so weiter machen möchte, das sind Dinge, wo ich mich mit Word Automation Services schon sehr schwer tue, beziehungsweise es einfach nicht geht. Sicherlich, also wieder. Nächste Frage. Ja. Entschuldige, Michael. Nee, man muss halt, wie gesagt, ich denke mir, es ist wirklich wichtig, dass man sich hier anschaut, was für ein Anwendungsfall ist. Man hat heute so viele kleine Tools und Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist sicherlich, man kann viele Dinge machen. Ich komme ja selbst noch aus dem SharePoint Designer raus, was wir damals so mit dem Workflow in den ersten Versionen geschraubt haben. Da waren auch schon coole Sachen möglich. Die Frage ist bloß immer, ist das nachher noch skalierbar? Ist das dann auch für den Anwender bedienbar? Ist das sicher funktional? Und welche anderen Optionen stehen mir zur Verfügung? Insofern sollte man das auch entsprechend richtig einordnen und sagen, hier ist eine Lösung, die das eben serverseitig sauber und rund macht und eben diese ganzen verschiedenen Optionen hat, also mit Barcode-Einbindung, mit automatisierten Textbausteinen und so weiter. Danke. Dann nächste Frage. Werden die Daten beim Aufruf über den PDF-Button automatisch aktualisiert? Ja, das werden sie. Bei diesem Aufruf über den PDF-Button wird das Dokument, also das Template, generiert und genau zu diesem Zeitpunkt saugt sich der Docs42-Server die Daten aus dem SharePoint, also aktuell. Dann nächste Frage. Könnten Sie auch kurz auf die Loop-Funktion, also den Bereich Automatisieren, eingehen und wo das und das Query, wo gefragt wird, welcher Mitarbeiter hier unterschreibt? Okay, das können wir kurz noch herzeigen. So, einen Moment, ich mache nochmal die Mitarbeiterliste auf. Wir haben hier die Bereich Automatisieren-Funktion und hier wird einfach eingestellt, die Wiederholung, ja, dieser Bereich soll für alle Mitarbeiter, also alle Zeilen in dieser Datenquelle wiederholt werden. Ja. Und vorher im Datamap Designer kann man schon ein Query einstellen und sagen, okay, welche Zeilen sollen in dieser Datenquelle überhaupt drinnen sein. Ja, da kann ich schon filtern, da kann ich sortieren etc. Hier kann ich eine Wiederholung einbauen. Diese Bereiche lassen sich natürlich auch mit Bedingungen versehen. Also ich kann hier Bedingungen eingeben, kann sagen, aber nur wenn. Ja. Und diese Bereiche lassen sich natürlich auch schachteln. So. Dann.
So, benötige ich das Add-in auch für die Serverversion, um Dokumente zu designen, oder reicht die Serverversion? Frage. Das Add-in ist sozusagen der Dokumentendesign, also fürs Dokumentendesign notwendig. Man kann aus dem Add-in alleine Dokumente auch generieren. Um es in serverseitig zu generieren, benötigt man den DOCS42 Server. Der DOCS42 Server hat aber keine Dokumentendesign-Funktion, sondern nur Generierungsfunktion. So, nächste Frage. Bitte Link zum Video schicken. Ich hatte leider ein längeres Meeting. Wunderbar, wir schicken Ihnen gerne den Link zum Video dann nachher zu. Wie gesagt, das Webinar ist aufgezeichnet. Sie bekommen das nachher zugesendet. So, was habe ich noch so an Fragen? Da kommen ziemlich viele Fragen. Ich muss da kurz schauen. Könnte bei einer Word-Generierung auch nur Teile eines Word-Dokuments als Textbausteine des neuen Word-Dokuments übernommen werden oder nur komplette Word-Dokumente? Es gibt die Möglichkeit, bei Word-Dokumenten Teile mit Bedingungen ein- und auszublenden, und damit ist es möglich, sozusagen auch nur Teile zu übernehmen. Mhm. Nächste Frage. Ist es möglich, PDFs zu generieren? Ja, ist möglich. Sie können PDFs generieren und Sie können auch PDF-As generieren, also beliebige Formen sozusagen von PDF, PDF A1, 2, 3 etc. Überhaupt kein Problem. So. Nächste Frage. Können Dokumente direkt in einer SharePoint-Dokumentenbibliothek gespeichert werden? Ja, das können sie. Das heißt, der DOCS42-Server hat die Funktionalität, ein Dokument als PDF, als Word, als Excel oder auch in einem anderen Format in einer SharePoint-Dokumentenbibliothek abzulegen, dabei die Spalten zu setzen, also die Metadaten zu setzen, den Content-Type zu wählen und das Ding auch einzuchecken. Dann nächste Frage. Kann DOCS42 auch auf Matchpoint Snow betrieben werden? Ja, kann es. Matchpoint ist eine Lösung von Polygon. Polygon ist einer unserer Technologiepartner. Und DOCS42 hat eine ganz wunderbare Integration in Matchpoint. Sie können also DOCS42 ohne weiteres mit Matchpoint integrieren. Ich kann, wenn Sie wollen, Ihnen auch gerne dazu den Link auf ein eigenes Webinar schicken, das wir mit der Kollegin gemeinsam gemacht haben, wo wir das hergezeigt haben. Das ist aber schon eine Zeit lang her. Okay. Nächste Frage. Kann ich Formulare bauen, in die Daten eingegeben werden, welche dann auch in SharePoint gespeichert werden? Also DOCS42 ist an sich eher ein Output-Management-Tool und nicht unbedingt kein Formular-Designer. Also da würde ich Ihnen eher empfehlen, vielleicht mit Nintex Forms oder anderen Formular-Werkzeugen zu arbeiten. Was mit DOCS42 möglich ist, sind PDF-Forms, wo Sie die Daten aber halt dann nicht rauskriegen. Oder Excel-Formulare, da kriegen Sie die Daten sehr wohl raus und können sie weiterverarbeiten. So, nächste Frage. Wie sind die Berechtigungen mit der Arbeit mit DOCS42 geregelt? Kann beispielsweise unterbunden werden, dass nicht jeder User Datenquellen erstellen kann? Die Frage ist, es muss der User oder derjenige, der sozusagen diese Datenquellen erstellt, muss er die Zugangsberechtigung auf die Basisdatenquelle haben. Und wenn Sie das dem User nicht geben, dann kann er sich dorthin nicht verbinden. So, dann geht es auch einmal in eine Richtung. Wie sieht das Berechtigungskonzept grob erklärt aus? Letzten Endes soll doch gewährleistet werden, dass im Original einer Vorlage nur vom Autor bzw. noch von Vertretern bearbeitet werden darf. Gibt es bezüglich der Berechtigungsverwaltung eine Verknüpfung mit Active Directory? Es gibt eine Möglichkeit, sich mit Active Directory zu verbinden. Was wir hier einsetzen, um die Berechtigungsverwaltung für die Vorlagen sicherzustellen, ist SharePoint. Das heißt, wir legen die Vorlagen, alle Textbausteine und auch die Datamaps dazu wieder auf SharePoint ab und können damit das volle Berechtigungskonzept von Microsoft SharePoint nutzen. So, nächstes. Kann man mit DOCS42 auch Eingabemasken erstellen, zum Beispiel um Empfängeradressen einzugeben, Textbausteine auszuwählen? In sehr einfachen Form ja. Also wir können aus dem Add-in heraus HTML-Formulare anstoßen und es gibt eine einfache Möglichkeit, sozusagen Formulare zu erstellen. Aber DOCS42 ist kein Formularwerkzeug. Also wenn Sie mit Formularen arbeiten wollen, dann bitte ein Formulartool verwenden dafür. Mhm.
So, nächste Frage. Kann die Generierung direkt über einen Hyperlink oder Webservice gestartet werden? Beides. Der Docs42 Server stellt einen REST-Service und einen SOAP-Service zur Verfügung und beides können Sie aufrufen auf sehr, sehr einfache Art und Weise. Also diese Serviceaufrufe sind absolut standardisiert. Und wie gesagt, so ist es möglich, direkt über Hyperlink oder über SOAP-Web-Service die Docs42-Generierung zu starten. Sagen wir noch eine Frage haben wir. Einbauen von PDF in der Word-Vorlage. Welche Größe, Typ Image, soll ich wählen, damit das ganze A4 gefüllt wird mit dem PDF? Es ist möglich, ein PDF in eine, als Attachment sozusagen in eine Docs42-Vorlage einzubringen. Wenn Sie dort das Page-Layout so wählen, dass das sozusagen ein ganzflächiger Druck erfolgt und Sie das PDF entsprechend von der Größe aufbohren, dass es die ganze Seite füllt, dann können Sie damit sozusagen das PDF über die ganze Seite legen und das damit einbringen. Meistens wird das Einbinden von Beilagen in Dokumente so geregelt, dass sie nicht seitenfüllend sind, weil sie die Kopf- und Fußzeile meistens behalten wollen. Das sind Logo oder welche Seite von und so weiter Informationen drinnen. Aber das ist natürlich eine Frage der Anforderung. Möglich ist beides. Gut. Noch eine Frage kommt herein. Können Sie Berechtigungsmöglichkeiten noch einmal wiederholen? Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten, mit Berechtigungen mit Docs42 umzugehen. Einerseits ist es möglich, dass man sozusagen die Berechtigung direkt in den Datenquellen, in die Datenquellen hineinschreibt. Ja. Man kann es in Konfigurationsfiles speichern, die diversen Zugriffe auf Systeme, hat damit auch die Möglichkeit, ein intensives Staging zu machen. Also sozusagen, ich habe ein Konfigurationsfile in der Testumgebung, ein Konfigurationsfile in der Produktionsumgebung, die sind unterschiedlich. Das kann man auch am Server ablegen, sodass User sozusagen darauf keinen Zugriff haben, ja, weil oft wollen sie diese Connection-Informationen ja nicht jedem zur Verfügung stellen. Und es ist auch möglich, sozusagen den Docs42-Server unter einem Service-User laufen zu lassen und diesen Service-User die entsprechenden Berechtigungen zu geben. Das ist sehr, sehr abhängig davon, wie Sie sozusagen Ihre Berechtigung in Ihrem Unternehmen konfigurieren möchten. Möglichkeiten gibt es sehr, sehr viele dazu. Und das ist dann ja auch eine Aufgabe für denjenigen, der die sozusagen die Formulare und die Lösung baut. Für den Benutzer nachher ist das transparent und dann ist das im Grunde genommen in die Lösung mit eingebaut und der Benutzer muss sich darum nicht kümmern und ist es dafür auch Sorge getragen, dass wenn der Benutzer diese Funktion aufruft, dass dann der richtige Sicherheitskontext eingehalten wird, sofern es dann programmiert worden ist. Wunderbar. Ja, wir nähern uns mit Riesenschritten dem Ende dieses epochalen Webinars. Ich habe jetzt noch einmal eingeblendet die Folie mit unseren Kontaktdaten. Das heißt, es besteht auch die Möglichkeit, uns im Nachgang noch zu kontaktieren und Themen zu besprechen, wenn Sie das möchten. Ja, und jetzt kommen wir zu den feierlichen Abschlussworten. Michael, magst du die feierlichen Abschlussworte sprechen? Ja, also ich fand es sehr interessant, mal zu sehen, was tatsächlich möglich ist, um hier automatisiert Dokumente zu erstellen, wie tief das in die Plattform reingeht, wie auch hier hybride Szenarien gelöst werden können. Und ja, es ist so ein typisches, es gibt im ganzen Microsoft immer so viele Tools, wo man sagt, oh toll, das hätte ich auch gerne. Und ich glaube, für die Lösung, die du hier so vorgestellt hast, ich weiß, ihr habt noch ganz andere Lösungen mit CRM-Integration und so weiter. Das ist, glaube ich, eine sehr spannende Sache und wird auch in Zukunft, glaube ich, immer mehr weiter genutzt werden. Und euer Partnernetzwerk zeigt ja auch, dass die Plattform, glaube ich, ganz, ganz gute Verbreitung mittlerweile gefunden hat und dass der Bedarf nach so einer Lösung tatsächlich auch da ist. Spitze. Ja, dann bleibt mir noch, mich zu verabschieden. Herzlichen Dank für die Teilnahme, herzlichen Dank für die vielen Fragen. Michael, herzlichen Dank, dass wir dieses Webinar mit dir gemeinsam machen konnten und dass du uns dann zu vielen, vielen Themen rund um die Microsoft und SharePoint-Plattform erleuchtet hast.
Wie gesagt, das Webinar wurde aufgezeichnet. Wir werden Ihnen das Recording in den nächsten Tagen zur Verfügung stellen. Cool, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.